Jetzt wird's gewagt und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Grand Prix 4. Tödliche Mischung bei Keller, also in Ferrari und Spa. Ha, Ferrari Sandwich. Nix überstürzen, immerhin. Fahren wir in Ferrari. Was ist denn da los? Warum wird er stehen geblieben in der Kurve? Oh Mann, voll verschrien. Oh, das ist echt deppert. Warum muss gerade unsere Nase abgehen? Kaputt gehen, ist doch doof. Ferrari sind jetzt schon trocken, das bleibt. Puh, der war nicht doll genug. Und schon wieder sagen, oh Mann, ey. Bitte nicht stehen bleiben, das wäre sehr schön. Vielen Dank auch. Hallo, ich greife nicht an. Schrubber, Schrubber. Oh, flinker Wagen, diese Ferrari. Den oder den? Früh aufs Gas gestiegen und trotzdem die Kurve bekommen. Der Ferrari geht gut. Der Aero ist aber ein sehr guter Schatten, deswegen geht das hier gerade nicht so gut. Mit dem Point Keys halte ich mich zurück, hoffe ich. Hier, da ist Kölz zumacht. Oh oh. Oh 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 oh. Puh, keine Berührung. Aber den Arrows bekommen. Sehr schön, hallo Wiese. Oh, das war insgeheim ein Fünfkampf. Also fast. War schon sehr riskant, absolut. Hätte auch genauso gut schief gehen können. Wie die Streckenposten da stehen, das sieht aus. So verschränkte, hinterm Rücken verschränkte Arme.
Platz 17. Davon sind 3. Ja, genau. Die werden wir schnell bekommen, spätestens auf Start hier oder aller spätestens nach La Source mit Zufahrt auf Eau Rouge, schätze ich mal. Wobei das gerade etwas optimistisch, oder? Je nachdem, wie sie jetzt aufhalten, kann das doch was werden. Immerhin sind es 3 Autos, die gerade miteinander kämpfen. Okay, passt voll mit La Source. Viele Autos, cool. Hey, der hat abgekürzt. Es gibt einen Angriff. Wie eng sie noch in Runde 3 zusammenhocken. Das ziehen wir durch. Cool. Ja, ganz schön nah gekommen, mal wieder. Zumindest sah das wieder sehr nah aus, aber wir waren mit der Kamera auch sehr weit weg. Ja, war schon nicht gut nah. Ja. Nein, ich will ein gutes Sparrennen abliefern. Da passt so ein Dreher nicht ins Konzept. Entschuldigung. Ich würde wieder zuziehen, deswegen halte ich mich hier zurück, ansonsten geht's schief. Den überholen wir, und zwar gut. Ja. Dick Kimi. Auf seiner, ja, praktisch Lieblingsstrecke. Und das war nicht gut. Fast so weit rausgekommen, aber auch nur fast. Die beiden Jaguar greifen sich an oder einer greift den anderen an. Können sich ja nicht beide zugleich angreifen. Glaube ich. Da habe ich schon mal draus gelernt, aus ein paar Aktionen an der Stelle. Massiver Verbremser und Teamkollegen Anstupserei. Hey, wieso fahre ich den auch?
Alle bleiben in der Position, außer wir fahren jetzt am Sauber vorbei. Oder auch nicht. Ich habe gebremst vor dem Scheitel. In der Hoffnung, er kann da vorbeiziehen, aber Pustekuchen. Dieses da zurückfahren ist auch. Ja, wie ich will. Über die Wiese. Bönk. Platz 12. Der Pedro. Sitze ich gerade ganz schön mit dem Della Rosa, der ist noch ganz schön weit weg. Vom Jaguar ist gerade auch niemand zu sehen. 291, noch unter 6, das geht erst später los mit dem Massivgeschwindigkeit verlieren. Mist, zu schnell. Das war ein wirklich nennenswerter Fehler. Nummer 1 in diesem Rennen. Wo will denn dahin? Ich nicht. Hinter uns ist gerade keiner zu sehen, aber wir wollen uns ja auch nach vorne orientieren. Da ist jemand hinter uns zu sehen. MF und F Sandwich. Es wird schwierig, den Della Rosa noch zu bekommen. Den bekommen wir vielleicht noch. Die beiden vor uns sollten wir bekommen. Aber den dritten vor uns... mal gucken. Ein Aufleger Jordan auf der Leinwand rechts. Knallgelb. Ohne knallig zu sein, einfach nur gelb. Warum sage ich knallgelb? Weil ich es kann.
Noch viel zu weit weg, noch viel zu weit weg. Das wird nichts mit Blanchiment, zu weit weg. Wir haben gleich Halbzeit. Das sollte oben bei Kemmel was werden. Der Benetton ist noch gerade im Rückspiegel zu sehen. Oha, mal wieder unter 280. Es ist wieder soweit. Es ist wieder soweit. Das ist interessant. Für die Berührung entschuldige ich mich mal nicht, weil ich war sehr langsam in der Linkskurve. Das sollte jetzt was werden. Na, er greift direkt wieder an. Der Lümmel. Kann hinter uns bleiben. Hab ich nichts dagegen. Der Kimi vor der Nase und der Rosa ist zu weit weg. Das kann man schon sagen. Apropos zu weit weg von 290 Sachen. Guck mal. 13, 14 km/h. Jetzt kommt der Angeschissene mit seinem Schwung aus Orange. Abstimmen. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir näher angekommen sind. Eher im Gegenteil. Der Hintermann ist beim Anbremsen auf jeden Fall näher gekommen. Wie nah der jetzt schon wieder ist. Schöne Spur hier mit Zufahrt auf Nassus. 3-3. Na gute Nacht. So wird das nichts mit Kimi bekommen. Ich nehme schon nicht viel Schwung durch Rouge mit und dann fahre ich auch noch auf die Wiese. Das ist echt doof. Thank you.
2,5 Runden noch. Das Gefühl, der Abstand ist wieder ein Ticken größer geworden. Ja, ist er. Ist nicht so gut. Einfach kommt der Dunkelblaue so nah ran, wie sonst nirgendwo auf dieser Strecke. 3 Runden noch, 3. Ich soll raus. 3,9, super. Der wird uns jetzt auf Camel angreifen, weil wir mit locker 20 km/h langsamer hier durchfahren. Die Innenbahn muss zu sein. Da hat nicht wirklich Schwung, aber ich bremse ja später an. Das neben uns. Nicht schon wieder. Genau das hatten wir schon mal. Diesmal habe ich etwas mehr Platz gelassen, aber es war immer noch zu wenig. Das Rennen ist mal wieder sowas von daneben. Eben allen voran jetzt mit dieser Aktion. Oh Mann. Da kommt ja sofort die Wand. Kommt auch ein ganz schönes Stück weit nach außen, ich meine. Hier? Naja. Ich kann es aber auch verstehen. Trotzdem kam er nach außen. Immerhin das linke Rad, wir fahren. Das ist das falsche Rad. Stimmt, jetzt kommen wir wieder mehr rechts kommen. Oh Mann, ey. Die nächste Runde werden wir, denke ich, noch erleben, aber danach ist Schluss, wenn Michael Schumacher dann schon entsprechend ins Ziel gekommen ist. Ja. Wir fahren maximal noch die nächste Runde und dann war's das. Also die Outlap sozusagen. Rauch hier Rauch. Mehr Linkskurven brauchen wir. Mehr Linkskurven. Vielleicht überrundet er uns doch nur einmal. So eine Runde hieß ja ziemlich lang. Wie schnell noch einmal fahren könnten. Oder können. Fast 270 und jetzt rechts Kurve, es geht ins Kies. Toll. Oh nee. Okay, er überrundet uns zweimal. Mann, ist der weit weg von seinem Vordermann. Wenn wir nicht wären. Da ist er ja schon. Ah, vielleicht jetzt doch nichts mit zweimal. Klar, wir sind jetzt noch ziemlich langsam bis zum Ziel, aber die Runde hier ist dann, glaube ich, noch zu lang. Der Riesenabstand zum zweiten. Eigentlich müssten wir das sein. Rechts oder vorbei, okay. Töchchen. Linkskurve. Muss rein. Ich muss es noch ankündigen. Ja, wir erleben die nächste Runde. Danach war es das aber. Kein Boxenstopp-Bug. Ich sehe das schon. Moment. Los!
dass irgendjemand auf die Strecke gespuckt hat. Die Reifen glänzen. Das sind Marillenreifen. Ja, Michael Schumacher ist schon in der 13. Runde, wird gleich über die Linie kommen. Offenbar überhitzen sie nicht. Die Hinterachse wird zwar leicht durchdrehen, aber das war's auch schon. Wir kriegen die Kurven einfach noch nicht so gut. Du kommst nicht an uns vorbei. Nö, nö, nö. Hey, vielleicht doch. Uns berührt. Und er ist kaputt. Oh Mann. Tut mir leid, aber ich habe die falschen Reifen drauf. Da habe ich automatisch Untersteuerung. Kimi. Wow. Wow. Das ist ja gar nicht. Wow, cool. Schön sauber vorne abgetrennt. Schön sauber abgetrennt. Ist mir gar nicht so aufgefallen, aber die Luftgleitbleche sind noch dran, die Bartsports, aber Aufhängung, Räder und Frontflügel komplett ab. Sehr schön, das ist Symmetrie. Die Kamera dann noch beim Reifen auf der Strecke herumfliegt. Wer sich uns gegenüberstellt, der könnte ausscheiden. Obacht, Auto mit wenig Grip. Na gut, dann noch eine Runde. Hier weiter rutschen. Oh, schon zu Ende, Mann. Hui, eine Runde Rückstand. Kimi auch. Hm, wie kann das denn nur sein? Oh Mann, ey, nur auf der 14. Das ist ja traurig. 3,7er Abstand, das habe ich nicht gesehen. Das mit Frenzen, ja, ich hätte es auch verhindern können, aber er kam auch raus. Wir sind da einfach in einer ungünstigen Position. Klar musst du da innen zumachen, aber dann ist er halt in der nächsten Kurve innen. Das ist das Problem von Schikanen. Aber wenn du da außen eine Kollision abbekommst, dann fliegst du in die Wand und das Rennen war mal gut oder halt nicht so schlecht. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.